neue Update im Pet Simulator 99 ist da. Wir haben 8 neue Areas, 31 neue Pets, 8 neue Eggs und sehr viel anderes Zeug. Und direkt mal einen neuen Rank-Up. Und dafür bekomme ich Instant Plant Capsules. Die brauchen wir für den neuen Blumengarten. Und ich bin Rang Nummer 9 mit sehr vielen neuen Rewards. Was gibt's hier am Ende? Ein Diamonds 5 Buch? Ja, das ist Müll, das will ich nicht mal haben. Aber cool! Es gibt jetzt nämlich in Pet Simulator 99 sehr viele, also 8 neue Areas. Und zwar müssen wir jetzt erstmal zum Fire Dojo und diese neuen Areas freischalten. Ich habe glücklicherweise mir noch vor dem Update 600.000 Gems erfarmt, damit ich mir ein paar Equip-Slots oder so holen kann. Und 400.000 von diesen Platinum-Barren, damit ich mir auch die nächste Area leisten kann, die sogar schon 4.500 Platin-Barren kostet. Und ich würde sagen, Leute, wir fackeln nicht lange rum. Wir gehen direkt in die neue Area in Pet Simulator 99. Area Nummer 51. Leute, es gibt ein Rare Enchantments Automaten. Ja, so heißen die Dinger. Es gibt einen Rare Enchantments Automaten und 5.000 Gems. Ja, das ist teuer. Aber ich bekomme Coins 4 Buch. Das ist gut. Und wir sind hier angekommen hinter dem Dojo in der sozusagen Kawaii-Welt. Wir brauchen alleine für Area 52 schon 100.000 Platin-Barren, Leute. Und es gibt ein neues Pet-Damage-Upgrade. Und jetzt alleine für Area 53 brauchen wir schon, was auch immer das hier ist, Bronze-Coins oder so. Jedenfalls 2 Stück davon, was 2 Millionen von diesen Platin-Barren sein sollten. Das heißt, wir farmen jetzt erstmal. Ich muss jetzt mal drauf achten, was für Quests ich machen muss. Es gibt nämlich auch 2 neue Ranks. Es gibt jetzt Rang 9 und Rang 10. Und meine Quests, die ich gerade habe, sind: Hatche 500 deiner besten Eier. Das können wir gleich easy machen. Finde 20 Chests in der Dig Site. Ach, dauert das lange. Und 2 Rare Fragezeichen-Fragezeichen-Pets. Also es sind sowas wie zum Beispiel... Hier, ich glaube, die Ninja-Kette ist ein Fragezeichen-Fragezeichen-Pet. Das ist, glaube ich, sogar noch fast die einfachste Aufgabe hier, Leute. Aber was ich gerade übersehen habe, in dieser Region gibt es auch eine Upgrade-Fruits-Maschine. Man kann hier 20 Früchte, zum Beispiel 20 Äpfel oder 20 Bananen oder 20 Orangen oder 20... Oh, Ananasse. Zu... Ananasen? Ananasse? Ananas... zu Rainbow-Früchten machen, was absolut useless ist. No joke, ich finde es useless. Ich zahle Gems dafür, dass ich aus 20 Früchten eine Rainbow-Fruit mache. Vor allem, weil ich schon 144 von diesen Früchten habe. Wir kaufen uns jetzt erstmal die nächste Area frei. Und dann sind wir tatsächlich schon in Area 53 und es bleiben nur noch 5 oder so übrig. Ich glaube, man kann bis zu diesem Eck hier freischalten. Eck 70 oder Eck 71 ist das nächste Eck, das wir freischalten können. Und hier gibt es sogar einen Huge-Pet zu hatchen. Aber bis jetzt haben wir nur Eck 66 freigeschaltet. Und das beste Pet, das wir hier ziehen können, ist ein 1%iges, was auch immer Pet das ist. Komm, lass mal ziehen. Ein Ancient Dragon direkt gezogen. Okay, ist das krass? Ist der gut? Wie gut ist der? 42.000, ey, das ist Müll. Aber ich habe einen Koi-Fisch bekommen. Mythical Rainbow mit 62.000 an Stärke. Okay, der ist gut. Ich will mal ganz kurz schauen, wie teuer die nächsten Pet-Equips sind. 600.000. Das ist teuer. Und die neuen Egg-Catchers, die müssen billiger sein, oder? Bitte sagt, dass die billiger sind. 750.000? Ja, wer soll sich das leisten können? Glaubt ihr, ich scheiße Gems oder was? Im Exclusive-Shop gibt es das Neues, oder was? Das Ultimate-Pack. 3.200 Robux für Bag of Diamonds. 25 Spinny-Wheel-Tickets. Fireworks-Buch. 6 Exclusive-Dragon-Eggs. Ein Lucky Block, ein Clan-Voucher und 5 Booth-Slot-Vouchers. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber es gibt kein neues Exclusive-Egg. Das ist ein bisschen traurig. Ich glaube, ehrlich gesagt, das lohnt sich gar nicht. Kauft das. Boah, ich hasse euch. Ich weiß nicht mal, warum ich das kaufen sollte. Aber ganz ehrlich, so ein Lucky Block-Buch ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und was mir gerade auffällt, ist, ich farm gerade die ganze Zeit mit nur Lucky Eggs-Büchern. Ja, okay, wir kaufen. 3.200 Robux. Das ultimative Starter-Paket. Ist echt teuer. Und ich weiß nicht, ob ich das noch ein Starterpaket nennen würde. Aber wir haben jetzt einiges an neues Zeug bekommen. 25 Spinny Wheel Tickets ist halt schon geil. 5 Booth Slot Vouchers sind auch cool. Dann können wir viel, viel mehr Pets einfach verkaufen bei unserer Booth. Und naja, 6 Eggs, die wir jetzt nicht öffnen werden. Wir öffnen nicht diese Eggs jetzt. Wir öffnen ein Egg. Komm, ein Egg. Komm, YouTube. Bitte. Einmal in meinem Leben. Einmal Glück.
Ein Unicorn Dragon. Gut, das hat sich nicht so gelohnt. Aber wir können weiter in die nächste Area. Area 54 wartet auf mich. Und hier gibt es den Garden Merchant. Was kann ich mir hier kaufen? Coin Plant Seeds. Grows into a bunch of coins. Und die werde ich gleich im Garten brauchen. Das heißt, wir kaufen erstmal alles, was wir kaufen können. Das sind Coin Plant Seeds und Potion Plant Seeds. Und jetzt schauen wir mal in den Flower Garden, Leute. Was können wir hier machen? Wir haben hier eine Gießkanne und einige Töpfe. Ich weiß nicht, ob ich das Töpfe nennen würde. Jedenfalls gibt es hier verschiedene Töpfe, die wir uns für Gems freikaufen können. Der billigste kostet 10.000 und der teuerste 1,6 Millionen. Ach du Kacke. Okay, ich hole mir den 10.000er, den 50.000er und den 200.000er einfach mal. Ich glaube, dass die noch ziemlich wichtig werden könnten mit der Zeit. Und hier können wir jetzt einfach unsere Seeds einpflanzen. Einfach mal zwei Coin Plant Seeds und unsere Potion Plant Seeds einpflanzen. Und dann müssen wir die wahrscheinlich einfach mal gießen, oder? Wie sieht's aus? Wir nehmen unsere Gießkanne und wir gießen einfach mal. Oh, okay, okay. Wir können die gießen und dann werden die sehr viel schneller fertig, oder? Also die Zeit hier läuft schneller ab als hier. Also die Coin-Dinger brauchen 30 Minuten, die anderen brauchen 60 Minuten. Und ich glaube, wir werden noch mehr von diesen Seeds bekommen, wenn wir einfach ein bisschen weiter farmen. Die können ganz normal droppen, soweit ich weiß. Wir farmen jetzt erstmal weiter. Wir versuchen jetzt noch die letzten vier Areas freizuschalten. Boah, ich habe jetzt 45 Spinny-Wheel-Tickers aber. Ja, wir müssen wirklich mal so ein Video dazu machen, wo wir so lange hatchen, bis wir einen Huge-Bit bekommen oder so. So, Basic Coin-Char und TNT-Crates. Ich habe so viele von denen erfarmt, ich kann mich instant durchfarmen. Ja, nächste Area direkt. Und Area 56 kostet auch nur 150, was tatsächlich gar nichts ist. Dafür brauche ich nur ganz kurz meine Pets hier, die hier diesen Kometen kaputt machen. Und ein paar TNT-Crates. Aber wir sind angekommen in Area 57. Und wir können uns sogar schon die letzte Area kaufen. Das hier ist die letzte Area oder die beste Area zurzeit in Pets Simulator 99. Und in 7 Tagen bekommen wir dann ein neues Update. Aber jetzt gibt es erstmal wieder einen entspannten Luck-Multiplier. Den nehmen wir mit. Dann meine Pets. Farm hier auf entspannt nochmal weiter. Und ich will mir jetzt noch ganz kurz dieses Schloss hier hinten anschauen. Weil hier ist auch noch, naja, ein Schloss vorm Schloss. Aber da steht nur Coming Soon. Okay. Ich glaube, das hat wahrscheinlich was mit Rebirth 3 zu tun. Der hoffentlich relativ bald kommen wird. Mit Area 75. Also in so 4 Jahren. Weil wir sind jetzt bei Area 58 stuck. Aber ich glaube, dann können wir hier rein und vielleicht irgendwie ein besseres Glücksrad oder sowas bekommen. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß nicht, was da drin sein wird. Naja, wir sollten jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Coins farmen und ein paar Eggs öffnen. Das ist der nächste Step. Ja, Rang 10 zu erreichen wird auch ein Grind, sage ich euch. Das wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Ich denke, die Coins werden jetzt erstmal reichen für ein paar Eggs. Ja, wir können uns alle Eggs freischalten. Auf ganz entspannt. Das letzte Egg mit einem huge, was auch immer. Achso, das sind einfach die Huges, die es hier oben gibt. Jedenfalls, hier gibt es einen Esel, eine Fairy, einen Hund und eine Katze. Okay, und zwei von diesen Katzen müssen wir jetzt hatchen, damit wir, keine Ahnung, unsere Quest abschließen. Eine von diesen Pets haben wir schon gehatcht. Also kann ja noch ein zweites von denen nicht allzu schwer sein, gehe ich mal davon aus. Oh, Princess Dragon direkt in Rainbow war das, oder? 109.000 Exotic Rainbow Pet. No joke, das ist instant schon mal recht stark. So, wir hatchen aber weiter. Wir können uns einige von diesen Eggs leisten. Okay, erste Quest abgeschlossen. Ich habe diese King Beagles gehatcht. Die zählen anscheinend auch, weil die eine 0%ige Chance haben. Man kann die einfach gar nicht hatchen. Trotzdem habe ich einen Rainbow gerade bekommen. Yo, der ist stark, oder? 116.000. Stell euch vor, den im Dark Matter. Ab dem Punkt, ab dem wieder Dark Matter Pets kommen, Leute, das wird ein schwerer Tag. Das wird ein schlechter Tag für Pets. Oh, ein Unicorn Kitten. Wir haben das Insane Pet bekommen. Ist das selten? Von dem Rainbow Ignite Beagle existieren 800. Von dem Kitten existieren 300. Das ist selten, oder? Warte, wenn ich das jetzt verkaufe. Für wie viel bekomme ich das jetzt verkauft? Wir versuchen das schnell in der Trading Plaza zu verkaufen. Pro Plaza natürlich. Wie viel soll ich das reinstellen, Leute? Ah, hier, die verkaufen die Pets. Junge, ich habe ein viel besseres für euch. Ich habe Style und das Geld. Unicorn Kitten. Das habe ich. 100k, wir probieren 100k einfach. Kauft jemand? Hallo, Unicorn? 167 von denen existieren. Will jemand ein Unicorn? Hallo, will jemand kaufen? 100.000? 100.000 ist jetzt nicht so teuer. Ein paar Sekunden später. Okay, ihr habt recht, 90.000. 90.000 ist besser. Ich glaube, niemand will dieses Pet haben, Leute. Ja, du verkaufst den 100.000er Pet. Ich weiß, kauf mein Pet.
Ja, schauen wir mal, ob unser Zeug fertig ist im Flower Garden. Es ist einiges an Zeit vergangen und... Oh, hier sind Blumen gewachsen, oder? Warte, was ist mit denen los? Die haben einfach meine Gems gescammt, oder? Meine Gems sind weg. Ich hab die Dinger schon gekauft. Ich habe schon 200.000 Gems dafür ausgegeben. Preston, was soll das? Und ich habe meine Coinseeds nicht mehr. Ehrenlos. No joke, ehrenlos. Ja, dann planten wir einen meiner Coinseeds, gießen den und dann warten wir mal 25 Minuten. Digga, so ein Diamond-Ding dauert 2,5 Stunden? Ich hoffe mal, dass sich das lohnt. Ich habe die gerade für 1.500 oder so Gems gekauft. So, es ist einige Zeit vergangen. Die ersten Blumen müssten ready sein. Oh, die Diamond-Blumen auch schon. In 50 Minuten sogar. Also, das Wässern bringt es tatsächlich ziemlich, weil man einfach dreimal so schnell hier die Blumen wachsen lässt. Okay, wir haben eine Potion-Blume. Die bringt mir... Oh, Diamond Potion 3, Diamond Potion 1 und Diamond Potion, Lucky Potion 3. Coins? Ja, 89 Emerald Coins. Das ist nicht allzu krass. Ich hätte gerne so eine Diamond Blume und würde einfach mal wissen, wie viel die bringt. 2000 Jahre später. So, jetzt aber müssten unsere Diamond-Pflanzen fertig sein. Ja, die sind ready. Das heißt, wir können jetzt mal schauen. Wir haben, glaube ich, 1500 Gems oder so dafür bezahlt. Und rausbekommen tun wir... Oh, 11.000? Ja, für so nebenbei. 12, 11.000 ist nicht schlecht. Wir haben knapp eine halbe Stunde gewartet dafür. Und dafür ist das echt ganz gut eigentlich sogar. Einfach so AFK, ein paar Diamonds mitnehmen kann nicht schaden.